Also du bist ja heute mit dem Jet angekommen. Ja, genau. Ein schön heißes Ding. Genau. Muss man sagen. Was kann der? Ja, das ist ein Viperjet vom Carve. Hat eine Spannweite von 2,50 Meter. Wiegt nass, das heißt mit Kerosin, 18 Kilo. Ist eine Jetcat-Turbine drin mit 18 Kilo Schub. Also hat man jetzt ein Schub-Gewichtsverhältnis von 1 zu 1. Und das bedeutet, dass man sehr viel Kraft hat bei den Figuren nach oben hin. Elektrisches Einziehfahrwerk ist mein erster Jet. Also er fliegt relativ einfach, auch ein anfängertaugliches Modell, muss man sagen. Man muss natürlich so ein bisschen Informationen sammeln bezüglich der Turbine, wie das alles funktioniert. Ich habe auch ganz am Anfang so ein Rookie-Meeting mitgemacht vom Winfried Olgard. Da werden einfach, sag ich mal, die Grundbegriffe erklärt. Wie funktioniert eine Turbine? Wie fliegt man einen Jet? Geht sogar so weit, wie funktioniert das mit dem Feuerlöscher? Wie macht man die Turbine aus mit dem Feuerlöscher, wenn sie brennt? Und das war für mich sehr lehrreich. War natürlich auch Lehrer-Schüler. Dann konnte ich mal in der Luft fliegen, wie ein Jet fliegt. Mhm. Also wenn einer mit einer Jet-Turbine anfangen möchte, kann ich das Rookie-Meeting wirklich nur empfehlen. Da kriegt man sehr viel Informationen und dann muss man natürlich sich dann mit dem Thema beschäftigen, so dass man ja eigentlich alles lernen muss von Grund auf. Mhm. Aber geflogen bist du eigentlich immer schon, ne? Ja. Ich bin ja hier in Nottolner Verein und ich bin ja schon 40 Jahre Modellbauer. Mhm. Wir haben ja eigentlich so eine Clique gehabt mit den Warbirds, so dass man auch mit Landeklappen und Fahrwerk da kein Problem hat. So ein Jet ist natürlich kein Anfängermodell, nee. Da muss man schon jahrelang geflogen haben. Dafür ist das auch einfach zu teuer. Ja. Deswegen, damit fängt man nicht an. Aber wie gesagt, ich bin schon 40 Jahre Modellbauer und fliegen kann man dann eigentlich. Ja. Was hast du jetzt für hingelegt? So wie sie da steht, ungefähr 8.500 Euro. Die Turbine alleine kostet schon 3.200 Euro. So, und dann kommt das elektrische Fahrwerk noch dazu, die ganze Elektronik. Ja, in Summe ist man dann bei 8.500. Ja. Genau. Und noch so einen passenden Sender dazu, ne? Ja, ich fliege eine Futaba-Anlage, eine FX30, die ist schon relativ alt, aber sie funktioniert tadellos. Ich habe natürlich Doppelstromversorgung, zwei Empfänger drin, ein Bussystem drin. Falls mal ein Empfänger ausfällt, funktioniert der andere noch, aber das ist auch heutzutage eigentlich Standard. Hm. Ja, genau. Und ich fliege den sehr gerne, ich fliege den sehr oft. Ja. Ich kann so ungefähr, der Tank hat 5 Liter. Ja. Ja, manchmal fliege ich 7 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, aber dann habe ich nur noch ungefähr 1 Liter im Tank und dann sollte man runterkommen. Falls die Landung nicht funktioniert und durchstartet, dann hat man noch ein bisschen Reserve, dann kann man einen zweiten Flug. Und sieht's eng, also ohne Turbine landen? Geht, aber dann muss alles passen, ja? Ja. Da ist die Frage, wo geht die Turbine dann aus? Mhm. Hat man noch eine Chance zum Platz zu kommen oder nicht? Aber das Risiko gehe ich nicht ein. Da fliege ich lieber eine Minute oder zwei weniger. Hast du das denn schon mal hart ausprobiert? Nein. Turbine auslanden? Nein. Ist dir zu gefährlich? Ist mir zu gefährlich, das mache ich nicht. Nee, ich meine, bei Windstille könnte man sich ja vorstellen, jetzt mache ich eine saubere Landeeinteilung und versuche das. Ja, ich muss es ja mal irgendwann drauf haben, falls das passiert. Ja, aber die Situation ist immer eine andere. Wenn ich das so mache, dann setze ich den Flieger ja dahin, wo das so gut funktioniert. Ja. Es gibt immer Situationen, das wird wahrscheinlich nie so funktionieren, sondern irgendwo anders. Und dann muss man sehen, was man macht. Mhm. Aber normalerweise, theoretisch ist sowas möglich, aber das ist mir zu risikoreich. Ja. Warum soll man die Turbine aufstellen, wenn sie läuft? Aber wenn die Standschub hat, dann schiebt die auch noch genug an. Ja, ne? Wenn die im Leerlauf ist, ja, die Leerlaufdrehzahl ist 33.500, dann schiebt er noch ungefähr 0,5 Kilogramm. Mhm. Aber für so einen großen Flieger ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Und bei Vollgas läuft die so mit 126.000 Umdrehungen und schiebt dann, je nachdem, 17,5 oder 18 Kilo. Das hängt natürlich auch davon ab, wie ist die Temperatur, wie ist der Luftdruck. Das wird alles von dieser ECU gemessen. Auch der ganze Startvorgang geht alles automatisch. Man muss eigentlich nicht viel machen. Mhm. Und eigentlich ist das Gehirn von dieser Turbine, diese ECU, da wird alles von der Software her geregelt, das Hochlaufen, temperaturmäßig,
Luftdruck wird gemessen, die Hochlaufdrehzahl, da muss der Anlasser wieder auskuppeln und dann wird Kerosin eingespritzt und dann brennt die Brennkammer. Das läuft richtig programmmäßig durch. Früher hat man wohl in den Anfängen, da musste man erst so einen Lüfter davor machen. Ja, und so das ist so ein Standardgas mit und dann Gas. So ein Gas ein. Genau, ne? Genau. Das ist heutzutage gar nicht mehr. Ich habe auch die neuen Turbinen oder auch JetCat hat die Turbine so entwickelt, dass die Pumpe in der Turbine sitzt und auch die Ventile in der Turbine sitzt. Ich habe eigentlich nur zwei Anschlüsse, Kerosin und ein Bussystem. Früher hat man noch die Pumpe extra gehabt, das Ventil extra gehabt, viel Verdrahtung ist heute bei JetCat nicht mehr notwendig. Ja, ist doch eine feine Sache. Ja. Ja, dann okay. Danke. Ne? Gerne. Ja, jetzt kommt die Wärme rein. Ja, ich stelle den immer Gegenwind, weil dann pustet der Wind schon mal durch die Turbine. Dann kühlt die ab. Und jetzt läuft der Starter und kühlt die Turbine so auf 150 Grad runter. Okay, dass sie nicht überhitzt. Genau, im Stand. Im Stau, sonst staut sich die Wärme. Ne? Richtig, genau.